Die Kamera registriert wird was. Bis auf dem Foto ist etwas zu erkennen. Eine Person erhängt an einem Baum. Dieses Foto könnte mir einen Hinweis darauf geben, wo ich die versteckte Opferpuppe finden kann. Muss ich jetzt wieder hier raus? Weil hier drin ist kein Baum. Wo sind die Puppen? Also muss ich weiter rein, okay. Also muss hier draußen, also drinnen irgendwo wieder nach außen gehen. Du kannst nicht mehr davon tragen. Okay. Okay. Ich kann durch das Loch im Gang Wasser sehen. Auf dem Regal fehlen einige Puppen. Sie müssen weggespült worden sein. Es fehlen hier so einige Puppen. Denkzeremonie der Puppen. Ein altes Notizbuch wurde im Gang hinterlassen. Ich habe mich dazu entschlossen, eine Gedenkzeremonie abzuhalten, in der ich eine Puppe flussabwärts schicke, genau wie es in der Volkskunde der Hikami-Bergs beschrieben wird. Das Wasser dieses Berges wurde schon immer vergöttert. Das Leben entspringt dem Wasser und es fließt auch dorthin wieder zurück. Alle Knochen in der Höhle unter dem Schrein wurden in Wasser getaucht. So wollte man wahrscheinlich dem Wasser Leben zurückgeben. Der Schrein wurde auf dem Fluss des reinen Wassers errichtet. Er wird von einem Pfad durchkreuzt. Ich habe unzählige Puppen am Ende des Flusses und flussabwärts gefunden. Sie wurden wahrscheinlich in das Wasser gelegt, um eine Art Denkmal für diejenigen darzustellen, die sie repräsentierten. Maskierter Mann. Ich
gehe nicht ins Wasser. Das könnte vergessen. Ich gehe hier lang. Etwas Mächtiges hält die Tür verschlossen. Warum? Wasser ist nass. Und nass ist nicht gut. Ich kann das weiße Gesicht einer großen Puppe hinter dem Bambusvorhang erkennen. Das muss der Hauptteil des Schreins sein. Boah, überhaupt nicht gruselig, ne? Oh nein, oh komm, oh bitte, was, nein, geh weg, du Kackpuck, du, du bist doch scheiß. Okay, die hat auf mich gehört. Ging zu schnell. Das Regal ist voller Puppen. Hier muss die Puppen aufbewahrt worden sein, als die als Opfer dienen sollten. Ich werde von Puppen angegriffen. Film, der mit einem Symbol der Reinheit versehen wurde, sehr effektiv beim Verbannen von Geistern, kann schnell eingelegt werden. Das war so klar! Habt ihr das gesehen? Dieses scheiß Ding. Objektiv, das da im Zielobjekt Beschal so höher der Level ist. Ach, und das andere ist dann das Betäubungs. Ah, verstehe. Eine Aufrüstung, mit der du das verbesserte Objektiv anbringen und verwenden kannst. Die aktuellen LP eines analysierten Gegners. Anzeigt. Eine Aufrüstung, mit der Bedrohungen entdeckt werden können, denen du ausweichen könntest. Nehme ich jetzt um. Stand die schon da?
Das wäre so creepy, wenn man sich umdreht und nochmal umdreht und dann ist sie weg, ne? Hier ist irgendwo noch ein Item. Schaden, nichts getriggert worden. Ach, hier steht doch überall! Ich glaube, ich bin hier richtig. Aber welcher davon ist jetzt, bin jetzt ich? Das da ist ein Geist, keine Puppe. Du bist eindeutig ein Geist, komm doch runter und spiel mit mir. Wo ist denn hier ein Item? Da war es doch gerade, oder? Muss aber hier sein. Oder ist es das? Nee. Was ist die?
Vielleicht bin ich auch hier komplett falsch. Hier gibt es ja noch einen Gang, wo ich noch nicht war. Vielleicht muss ich ja da lang. Du bist doch scheiße. Ich sag doch, du bist scheiße. Warum hörst du nicht auf mich? Egal, mit den Puppen scheint noch ein Raum zu sein. Vielleicht gibt es einen Weg hinein.